Wir haben hier eine original Gibson Kirk Hammett Signature Gitarre. Nein, haben wir nicht. Natürlich nicht. Was haben wir hier? Wir haben hier eine. Ja, lach nur. Wir haben hier. Das bleibt drin. Aria Pro 2. Aria 2 Pro. Aria Pro 2 FFV. VF? VF 650, 650. Leute, Zahlen. Mein Zahlenverständnis, ihr müsst verstehen. Egal. Also, 650, ja. Was haben wir hier? Das ist so dieses, das ist so eine, das was man sehen würde als Kirk Hammett Signature Gitarre. Ja. Das ist halt so eine typische V-Gitarre, wie man ja sehen kann. Vollmassiv Mahagoni. Wir haben hier auf dem dreilagigen Schlagbrett montiert einen, das war das 60er und 81er? 81, 85. 81, 85. Jo. Sehr wahrscheinlich in der klassischen Variation, nicht wahr? 81, 85, vermute ich ganz mal. Genau. Na klar, was sonst. Dann haben wir hier ein Palisander-Griffbrett wieder mit diesen ziemlich fetten Dots, die mir sehr gut gefallen. Ich bin eigentlich kein Freund von Dots, weil Dots hat jeder. Das ist langweilig. Ich hab's lieber mit vollgeklatscht mit Avalone. Gefällt mir besser. Ja, weil wenn schon die Gitarre, dann richtig, oder? Also dann schön fett Avalone drauf, richtig schön. Auch am besten noch mit Goldstaub drauf und Diamanten, Swarovski-Steinchen und sowas. Ja, egal. Ja, Mahagoni-Hals. Baujahr, das war das 81, ne? 81, genau. Ja, die Gitarren vom Starlight sind alle so in dem Jahr ungefähr oder so, sagen wir mal zwischen. Ja, das 78, 82, so in dem Dreh. Das war so die beste Zeit. Ja, genau. Eine ziemlich gute Gitarre. Drückt jetzt im Verhältnis zu der, die ich gerade eben schon auf dem Schoß hatte, nämlich die mit dem also die diese Corinna mit dem Zen-Holz, drückt jetzt weniger. Aber ich denke mal, das liegt an den EMGs, weil die EMGs sind nicht dafür bekannt, dass sie drücken, sondern einfach nur differenzierter klingen. Ja, passt aber trotzdem sehr gut zu der Gitarre, macht einen richtig guten Sound und
Ich möchte euch aber auch den typischen Drücksound nicht vorenthalten, auch wenn wir hier 9er Saiten drauf haben. Ja, bei der Ocarina muss man fairerweise sagen, es waren 10er Saiten. Die ist auch leiser. Ja, muss nicht schlimm sein. Und ja, ich stimme die mal runter auf Drop D, damit man so ein bisschen was so den Unterschied hören kann zwischen Standard E und Drop D bei den ganzen Gitarren.